Tomatolix, auf geht's, meine Freunde, let's go. Area 51, die geheimste Militärbasis der Welt. Hinten ist ein Punkt oder leuchtet was zumindest. Yeah. Oh nein, er hat sich den typischen Grinder rausgesucht, der so verwirrter, geiler Verschwörungstheoretiker Atze ist. Ah, good catch. We are not alone, my friends, we are not alone. In letzter Zeit häufen sich wieder Berichte über Außerirdische und UFO-Sichtungen. Da wären zum Beispiel die angeblichen Alien-Mumien aus Mexiko oder die Anhörung des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters David Grush. Grush sagte 2023 unter Eid aus, dass die US-Regierung ein streng geheimes UFO-Forschungsprogramm betreibe und im Besitz von Alien-Technologie sei. Das US-Verteidigungsministerium wies die Behauptung kurz darauf zurück, es gäbe keine verifizierbaren Informationen über die Existenz eines solchen Programms. Ah ja. Ein Ort, der seit vielen Jahrzehnten als Schauplatz vieler Verschwörungserzählungen rund um Aliens und UFOs dient, ist die Area 51, die wohl geheimste Militärbasis der Welt. Ich will herausfinden, was... Was stand da? $1,000 fine. $1,000 fine, wenn man da reingeht. Maximum Punishment, $1,000 fine. 6 months imprisonment or both. Okay, gut. 6 Monate Knast ist nicht so geil. One, die wohl geheimste Militärbasis. $1,000 würde ich da schon mal reingehen, oder? Das ist der Welt. Ich will herausfinden, was wirklich in der Area 51 passiert und ob es da tatsächlich UFOs und Aliens gibt. Deswegen treffe ich UFO-Enthusiasten, einen Area 51-Experten und fahre selbst zur Basis. Das ist krass, Lil Bro. Liegt einfach Staatsgeheimnisse. Für dieses Video reise ich in die USA, genau genommen nach Las Vegas. Gerade bei Reisen in Nicht-EU-Länder ist es ja oft ein bisschen komplizierter, mobiles Internet zu bekommen. Also man muss sich oft erstmal eine dubiose SIM-Karte besorgen und das ist immer ein bisschen stressig. Und damit ich den ganzen Stress nicht habe, lade ich mir jetzt am Flughafen schon mal die Saily-App herunter. Saily ist die eSIM-App von den Machern von NordVPN. Ihr müsst einfach nur die App herunterladen, euer Reiseland auswählen. Saily gibt es mittlerweile schon in 160 verschiedenen Ländern. Das heißt, euer Reiseziel ist garantiert mit dabei. Und dann könnt ihr schon ein passendes Datenpaket aufnehmen. Actually... gar nicht so teuer. Ich bin in Las Vegas gelandet und das Coole ist, ich habe sofort Internet. Also ich brauchte mich um nichts kümmern, einfach nur eSIM aktivieren und konnte direkt lossurfen. Mit Saily konnte ich mir direkt ein Taxi nehmen, das mich zu diesem Camper gebracht hat. Und mit dem mache ich mich jetzt auf den Weg zur Area 51, um herauszufinden, was da wirklich abgeht. Da sind Rezmann und Kevin drin. Mit dem Code TOMATOLIX bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Datenpakete bei Saily. Also über diesen QR-Code oder den Link in der Videobeschreibung kommt ihr direkt dahin. Jetzt geht's los, der kleine Roadtrip startet. Bevor es jetzt so richtig in die Wüste geht, bin ich erstmal mit Jason verabredet. Der ist professioneller UFO-Fotograf aus Las Vegas. Und ich bin sehr gespannt, was der so zu erzählen hat. Okay, dann wollen wir mal. Da ist er schon. You're Jason, right? Hi, I'm Felix. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jason Sarasi. I'm a UFO investigator and I like to take people out on skywatches and look for UFOs. Was würdest du sagen, was fasziniert? Warum sind das immer so besondere Bills, diese Leute? Warum sind das immer so mäßig besondere Leute, die, you know? Hätte ich daran? Oh, the mystery of what they might be or what they might not be. Ich finde, er sieht aus wie ein UFO-Enthusiast. Man sieht's ihm an, oder Chad? Could be something that our government made. They could be something else from another dimension or from another planet. Glaubst du denn, dass Aliens wirklich existieren? I believe they exist. I don't believe there's that much proof of them yet, but I believe they exist. Warum bist du dir sicher, dass es Aliens wirklich gibt? And we exist, so why wouldn't there be other intelligent life out there somewhere, even in another dimension? Du machst das Ganze ja jetzt schon eine ganze Weile. Hast du denn... Er ist auch so todesnervös, man sieht ihn so krass an. ...in der Zeit schon irgendwas tatsächlich gesehen? I've seen objects I cannot explain at all. I've seen them during the day and I've seen... Could be an alien vom Rewe Schublade. Bruder, da ist nichts drin. Jetzt spann dich mal. ...at night. I filmed this object in Colorado. What the fuck? Crazy. That thing is getting longer. It's a long cylindrical object that was going straight up. It went up through the clouds straight. Es gibt so eine Karte, Chat, die finde ich sehr interessant. Map of UFO Sightings. Also UFO-Sichtungen weltweit. Und wenn man sich jetzt mal die Heatmap anschaut, meine Freunde, dann ist doch relativ klar, dass die meisten UFO-Sichtungen in den USA stattfinden. Wo waren das nochmal? Ich habe letztens noch eine gesehen, wo, genau hier, wo man ganz gut sehen kann, dass die meisten UFO-Sichtungen alle in den USA und in der UK stattfinden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, sind das eventuell einfach Raketen aus dem Raumfahrtsprogramm? Oder sind Menschen einfach da ein bisschen mehr drauf getrimmt, darauf zu achten? You never know. Vielleicht sind auch da einfach die USA ein bisschen offener für solche Dinge zu sehen als eventuell in Afrika. You never know. Straight up like the... Oder UFO heißt ja nicht unbedingt Außerirdische, sondern auch einfach unbenannte,
Unobjekte, also unbekannte Flugobjekte, könnten ja auch irgendwelche Militärgeschichten sein, ne? Normally I'd say solar balloon, but I do not know what... Oder weil die halt alle Englisch sprechen, weil die UFOs müssen ja da landen, damit, genau, ja. The fuck that is? That is close to us. That is real close to us. It wasn't a rocket launch of any kind from Starlink, and it wasn't a rocket itself. We don't know what it is. We did a lot of research on the time and date, and we couldn't find anything. It's disappearing. It's gone. No, it's gone. It's whatever it is, it's gone. In welchen Orten lassen sich UFOs besonders gut beobachten? In Area 51. Probably because they're testing top secret aircraft out there and all that stuff. Kennst du irgendeinen Ort, an dem wir heute Nacht probieren könnten, UFOs zu sehen? Oh, we could go to the Las Vegas Time Warp. It is a spot where time was documented slowing down. And there's a bunch of other weird stuff that happens there. People have said they've... Zeit läuft langsamer, it's crazy. ...glimpses of the past and the future, and portals open up. UFOs have hovered over this exact spot. So the odds are we might see something tonight. Okay. Wir fahren jetzt zusammen mit Jason zum Time Warp. Das ist ein Ort ein bisschen außerhalb von Las Vegas. Warum blinzelt er denn nicht? Weil er von denen ist. An dem viele übernatürliche Dinge passieren und an dem wohl auch regelmäßig UFOs gesichtet werden. Und ja. Unterhalten Sie sich gerade auf unterschiedliche Sprachen oder bilde ich mir das ein, habe meine Medikamente nicht genommen? Nee, Panblatt, das passt. Ah, ich bin sehr gespannt, was da heute Nacht passiert. Das Ganze ist auch so ein bisschen mysteriös, weil wir sollen Jason jetzt einfach nur hinterherfahren. Er wollte uns nicht genau verraten, wo es hingeht. Jason auf jeden Fall auch abseits der Kamera ziemlich krass im UFO-Ding drin. Also das ist irgendwie crazy. Er redet einfach die ganze Zeit nur von UFOs. Auf jeden Fall spannender Typ. Also ich hab... Spannender Typ oder verrückt? Keine Ahnung, wo wir jetzt hier genau... Ich weiß nicht, ob ich jetzt Jason hinterherfahren würde so. Genau sind. Irgendwo mitten in der Wüste, in der Nähe von so einem Highway. Und das ist einfach so willkommen eine Analsonde. Unfassbar dunkel. Crazy. Also hier kann man auf jeden Fall gut Sterne gucken. Aber ja, ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen gruselig. What I do is I normally take people a walk down this road. Okay, why is somebody... We are not alone, my friends. We are not alone. We have somebody pointing lights into the time warp area. Do you see this? Yeah, yeah, this light right in front of us. Yeah, they're pointing right into the field right there. So the best time to look for UFOs is during satellite time. Mm-hmm. That's like about 45 minutes after sunset. Just take a look up away from the lights and should be able to see everything. Man kann auf jeden Fall schon eine Menge sehen. Ey, das ist richtig crazy, wie man hier durch dieses Nachtsichtgerät gucken crazy. Kann und einfach krank, hier krank, krank, krank. Alles sieht. Die komplette Wüste. Sieht aus, als wäre es Tag. Okay. Ja, also Tag in grün. Ey, man sieht so unfassbar viele Sterne. Viel mehr Sterne, als man so ohne Nachtsichtgerät sieht. Jason, yeah. The moving things, which are like flashing light, airplanes, right? Yeah, that looks like an airplane. That looks like an airplane. Yeah. That might be a radio tower, that red one that just went out. That was weird. Why'd that go out? Oh, there it is. That's an airplane. This is all air traffic from Vegas International along this line back. Little Bro ist drin. Der ist ein bisschen weird, aber er ist drin. Care that you'll see. Was denkst du eigentlich über die Area 51? Also, was könnte da vor sich gehen? There's probably a lot of top secret, aircraft testing and other experiments. I don't really know much of what they do there. I try to stay away from government facilities. Why? I'd just rather not go near them. I'd rather do what I do, and they can do what they do, and we won't bother each other. I mean, there was a guy out here who had a drone, and he was doing research on Area 51, the drone, and the FBI raided two of his houses, so. Ja, natürlich, Bro, weil das eine Militärfacility ist, Bro. Wenn du der Bundeswehr mit, also auf den Sack gehst, dann kommen die auch zu dir nach Hause. Hä, was ist das? So, that gives you an idea of Digga, how serious they take it. Denkst du denn, dass da UFOs oder Aliens versteckt sind? Oh, they could be doing research out there. I honestly have no idea what they are doing. Ja, der hat schon mal höher als UFOs gesucht. At Area 51. Supposedly an alien escaped from Area 51. A while back, so you might see something running around out there when you get out there. Ich halte gerade so ein bisschen Ausschau nach UFOs, nach irgendwelchen Objekten, die ich nicht zuordnen kann, hier mit dieser Nachtsichtbrille. Da ist doch ein Außerirdischer. Da ist doch einer. Mit dem stimmt doch irgendwas nicht. Schau ihn euch mal an. Schlaksige Figur, hat irgendwas in der Hand. Da ist doch irgendwas. Also ich habe jetzt schon zwei Sternstunden gesehen auf jeden Fall. Das sah sehr crazy aus. Aber ansonsten habe ich jetzt noch kein Objekt gesehen, das ich nicht zuordnen kann, auf jeden Fall. Aber man sieht halt überall irgendwelche Sachen, die blinken, irgendwelche Flugzeuge, irgendwelche Lichter, die auftauchen. Right above the mountain, there might be, it might be an airplane. Yeah, that might be an airplane. How often do you really see an UFO? Well, if you're out all night and you have night vision, yeah, and you're tracking satellites, usually you see one unknown object in the whole time you can see satellites.
Ich war jetzt die halbe Nacht mit Jason hier am Time Warp unterwegs und wir haben UFOs gesucht. Aber ganz ehrlich, wir haben keine unbekannten Flugobjekte gefunden. Ja Mensch, wen überrascht's? Also ich habe kein UFO gesehen, ein paar Sternschnuppen, das war so das höchste der Gefühle. Ich glaube, um dem ganzen Thema ein bisschen näher zu kommen, muss ich jetzt einfach wirklich zur Area 51. Was? Ja, geh da rein, Bruder, passiert nichts. War das für eine weirde Nacht gestern mit dem Jason. Aber ich muss sagen, auch wenn das alles so ein bisschen crazy klang, hat mich das schon neugierig gemacht. Und ich bin mega gespannt, was ich heute auf dem Weg zur Area 51 noch alles erleben werde. Wir sind gerade hier so ein bisschen den Highway entlang gefahren und hier ist irgendwie ein Ort, der schon sehr nach Alien aussieht. Also hier ist irgendwie so ein UFO, hier steht irgendwas mit E.T. Fresh Jerky. Ich würde sagen, das checken wir mal aus, vielleicht erfahren wir ja hier schon ein bisschen mehr. Das ist halt Tourismus, ne? Die Leute gehen da voll drauf ab, oder? Über Aliens. Oder Jason wird von der Regierung paniert, ist crazy. Oder die Area 51 oder so. Lulis. Geil. Lulis ist einfach crazy. Ein abgestürztes UFO, würde ich sagen. Wie geil. Warning. Alien Zone. Aha. So, dann schauen wir mal. Crazy. Das ist hier ein kleiner Alien-Shop. Also das heißt ja auch E.T. Fresh Jerky und die haben hier anscheinend super viel so Beef Jerky in Alien-Style, keine Ahnung. Ein paar Kissen, schauen, was es hier so gibt. Wer kauft so einen Scheiß? Wer macht das? Wer macht das? Hier sind ganz viele so Zeitungsartikel über Dinge, die hier wohl passiert sind. CIA says Area 51. War der da? War Rohat da? Wann das existiert? Guckt euch das an. Ein Alien-Trump. Pepper and sweet spicy is the best. Ich nehme mir auf jeden Fall schon mal so eine Tasse mit. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Ich glaube, ich muss einmal so ein Beef Jerky mitnehmen, weil dieser Ort ja hier anscheinend bekannt dafür ist. Dann nehme ich das einmal mit. Oh, right. Yep. Are many people coming here to see UFOs? A lot of people come here every single year specifically for UFOs. They're looking for aliens. Ihr Name ist einfach Realm. We'll camp out. Einfach Halo. In the desert all the time. We get a lot of people from outside of the country actually coming in specifically for Area 51. And it's kind of cool because we all want there to be something more in life. So why not search it out? Ja, check ich den Punkt. Do you believe in aliens and UFOs? I do believe in aliens. I believe that the universe is far too big for there not to be another intelligent species. Do I believe they come here? I say about 50-50 because I've seen some weird things and I tell people I don't know whether it's the government or whether it's aliens because it could possibly be the government, especially with Area 51 being an aerial testing site for like they made the U-2 spy plane, the SR-17 and a bunch of others. Did you ever see anything? Yeah, so one night I was actually driving down here to Kalyeni and I looked to the right and just above these mountains over here, I saw a large fireball coming down towards the mountains and I actually Ich glaube, das nennt man Komet. Watched it until it went past the mountains. And then there was another night I was leaving the gym in Alamo and I looked up in the sky and there was these five orange orbs and they were doing this and they went left and they disappeared and then they came back, they did this and they went right and they disappeared and I didn't see them again. Das klingt sehr nach Drohnen. Das klingt einfach nach Drohnenshow. Also, ja. Man, I don't know what it is. If there are... Ja, aber gut, okay. Ich glaube, das ist einfach Area 51 einfach so ein Ding ist, wo wahrscheinlich die US-Regierung einfach Flugzeuge und solche Dinge halt testet. Was soll man sagen? Aliens out there, do you think Drohne, they are dangerous for us? I feel like a species who is inherently evil or has bad aspects, I don't think they would make it off their planet. I think they'd destroy themselves before they even had time to make it off. It's only when a species decides to come together and work as a united front. Weil, also wenn man das jetzt so sieht, dann ist ja zum Beispiel Kolonialismus, weil die Briten, die waren ja nicht böse. Die waren ja nicht böse, die wollten ja die anderen Länder nicht unterwerfen. Das war ja nicht deren Idee, sondern die haben ja immer zusammengearbeitet und waren eine freundliche Species, die die anderen Länder versucht hat, freundlich zu, weiß ich nicht, ob der Call it so passt. That they're actually, same with us, that we're actually going to be able to go somewhere. I don't think per se that they're going to mess with us right now, because I like to tell people, like, we can't even get along with each other. How would we get along with another species? And I think that they would think the same thing. Hier beginnt jetzt der Extraterrestrial Highway. Das heißt, das ist die Straße, die quasi Richtung Area 51 führt. Und das Lustige ist, wir sind hier gerade angehalten und hier waren einfach ein paar andere Deutsche, die das gleiche vorhaben, die auch zur Area 51 wollen. Deswegen frage ich die jetzt mal, was deren Plan so ist.
Hallo, was geht? Hallo. Was findet ihr spannend an der Area 51? Die Secrets wahrscheinlich, die einfach darum so, ja, ruhen. Aber glaubt ihr an UFOs oder Aliens? Tendenziell, also wie sie hier bekannt sind, wahrscheinlich eher nicht, aber dass irgendeine außerirdische Form existiert. Chat, wie ist es bei euch? Was sagt ihr? Ich sage, nein, ihr sagt zuerst, dann sag ich, Chat, okay? Ich glaube, ich warte erstmal ab, was ihr sagt und dann rede ich. Nee. Ich glaube, es gibt sowas Mäßiges. Ich glaube, es gibt so UFO-Tasche, also Aliens, aber nicht so, wie man sich halt vorstellt. Ich glaube, irgendwas wird es aber geben. Es wird eine andere Form auf jeden Fall geben auf Leben. Die werden wir wahrscheinlich nur nie kennenlernen. Irgendwann ist die Wahrscheinlichkeit, ist, denke ich, recht hoch. Ja. Das heißt, euer Plan ist jetzt auch einfach Richtung Area 51 zu fahren, einfach mal zu gucken. Und so viel zu sehen, ja, wie es zu sehen, ja, gibt. Ich glaube, Trimax ist ein Alien. Wahrscheinlich, ja. Also die Jungs kleben jetzt hier noch einen Aufkleber hin. Machen ja viele. Ich glaube, ein nicht hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg oder so? Das ist geisteskrank. Jetzt weiß man endlich mal, was für Leute das machen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu dem kleinen Ort Rachel, das hier in der Wüste Nevadas. Und da sind wir mit Jörg Arno verabredet. Jörg ist ein deutscher Auswanderer, der die Area 51 jetzt schon seit mehr als 20 Jahren beobachtet. Jörg, was hast du 20 Jahre in deinem Leben gemacht? Hast du nichts anderes zu tun, Bro? Und auch einiges über diese geheime Basis weiß. Da vorne ist Rachel, also man sieht einfach nur so ein paar wenige Häuschen. Das ist wohl der Ort, der am nächsten an der Area 51 dran ist. Voll schön. Also voll nice, also richtig schön da. Wir sind in Rachel angekommen und hier sieht schon alles richtig alienmäßig aus. Also hier ist erstmal eine kleine Tankstelle. Da vorne steht ein alter Schulbus, auf dem Area 51 draufsteht. Ansonsten sind da so ein paar Alien-Figuren. Also hier wird schon so richtig das Alien-Thema durchgespielt. Okay, da vorne steht der Jörg. Ich bin sehr gespannt, was... Nein, der ist einfach dahin gezogen. Der ist einfach daneben gezogen, der Bro. Was er so zu erzählen hat. Hi Jörg! Hallo, grüße dich. Schön, dass du es geschafft hast. Felix. Chat, ich will jetzt nicht böse sein. Glaubt ihr, Jörg glaubt an Corona? Hi, komm rein. Ja. No front, natürlich. Jörg sieht sehr sympathisch und lieb aus. Dankeschön. Jörg, wie kommt es denn, dass du als Deutscher hier in so einem kleinen Ort mitten in der Wüste Nevadas lebst? Ja, die Area 51 hat mich hierher gezogen. Ich bin hier auf einen Tagestrip hergekommen und wollte, wie jeder andere Tourist auch, so ein bisschen sehen, was das mit der Area 51 so auf sich hat und was man da mal so sehen kann, und habe dann die Wüste für mich entdeckt. Und bevor ich mich... Bitte nicht der Kerl zu dem Knoss, den die anderen auch schon gegangen sind. Gleich wieder die Story, wie das FBI kam, seine Festplatten vor 10 Jahren genommen hat, Resident Sleeper. Man kennt ihn einfach schon. Tada, habe ich mich hier niedergelassen. Also wie lange beschäftigst du dich jetzt schon mit der Area 51? Ich beschäftige mich tatsächlich seit 25 Jahren mit der Area 51. Ich habe meine Website, die auch über die Area 51 ist, Dreamland Resort, gegründet vor fast genau 25 Jahren. Was fasziniert dich denn so sehr an der Area 51? Das Geheimnis interessiert mich an der Area 51, das Mysterium. Man sagt, die Technik in der Area 51 ist uns um 30 Jahre voraus. Haben die WLAN 2, Chat? Haben die schon 8G und vielleicht die 17. Boosterimpfung? Das wäre krass. Wird wirklich super geheime Technologie entwickelt, die uns im Falle eines... Digga, in Area 51... ist einfach schon Craft Attack 22, das ist geisteskrank. Weil es zugutekommt und hoffentlich uns unsere Sicherheit garantiert. Du forschst ja auch so ein bisschen zur Area 51. Die haben einfach GTA 6. Die One, wie sieht da deine Art? Nee, aber die können überall mit Karte zahlen. Das ist krass. Deren Technik ist 30 Jahre voraus und das Krasse ist, man kann überall mit Karte zahlen. Es gibt kein Bargeld. Aus. Wir hören die Area 51 ab mit Scannern. Das ist hier in den USA völlig legal, sodass ich also mithöre, wenn Testflüge stattfinden, und natürlich beobachte. Es gibt noch immer einen Berg, wo man noch raufsteigen kann, wo man die Area 51 noch selber sehen kann. Die Basis beobachten, abhören, Satellitenaufnahmen auswerten. Das ist so das, was wir treiben. Was ich wollte sagen, Bro, get a hobby, aber er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Unsere Gruppe ausmacht. Das ist hier mein Büro. Da kann ich dir vielleicht mal so ein bisschen zeigen, was wir hier so treiben. Hier oben sehen wir erstmal Radarbild von den Fliegern, die sich jetzt gerade hier in der Nähe aufhalten. Und was bedeutet das? Es ist einfach Flight Radar. Er hat einfach Flight Radar aufgerufen, das war's. Dass das alles so rote Blöcke sind? Dieser Bereich hier, das ist das gesamte Testgelände. Also da ist jetzt gerade zum Beispiel eine Janet. Das ist also einer von den Fliegern, die Arbeiter aus der Area 51 nach Vegas bringen. Da können nur militärische Flieger und eben die Janets durchfliegen. Für zivilen Luftverkehr ist dieses Sperrgebiet komplett gesperrt. Wir sind jetzt wirklich, wie du siehst, hier mitten in diesem militärischen Sperrgebiet drin. Es ist also super interessant, hier teilweise zu sehen, was da so vor allen Dingen nachts dann vor sich geht, was da so an Tests stattfindet.
So hat es schon mal irgendwer geschafft, in die Basis zu gelangen? Also sitzt den ganzen Tag da und glotzt auf Karten. Hört mal auf. Es gibt einen Fall, da ist vor ein paar Jahren einer mit dem Auto durch die Sperre durchgefahren und hat auch nicht angehalten, sondern ist immer weitergefahren. Mega smart, mega smart. Also wenn, dann sollte man einfach, ja, das, also ich glaube, das ist gut. Ja. Und war dann so ein paar Mal im Sperrgebiet drin und hat dann angehalten, ausgestiegen und hat irgendwie wohl in seine Tasche gegriffen, sodass die das als Bedrohung aufgefasst haben, der ist erschossen worden. Ja, Bro, das ist eine verfickte Regierungseinheit. Das ist nicht irgendwas, Digga. Das ist einfach Regierung und die wollen da in Ruhe ihren Scheiß machen. Und wenn du da halt reinfährst, Bro, ja, was denkst du denn? Das ist ein Militärgebiet. Obviously schießen die. Hast du schon mal GTA gespielt? Bruder, was denkst du denn? Was denken denn manche Leute? Das ist doch geistkrank, hä? 5 Sterne direkt. Okay. Was ja auch ganz interessant ist, bevor wir überhaupt zu dem Gate hinkommen, lösen wir ja schon Bewegungsmelder an der Straße auf. Ah, echt? Ist das so? Ja, ich hab hier mal mein Radio auf 2 von den Frequenzen von den Bewegungsmeldern eingestellt. Wenn wir Glück haben, hören wir gleich so einen kleinen Quietsch, wenn wir einen von den Dingern passieren. Die wissen also schon ganz genau Bescheid, wovon wir da sind. Okay. Da war einer. Da ist gerade ein passiert. Verrückt. Ja, das ist halt eine Militärbasis. Was? Hä? Jetzt bin ich schon ein bisschen aufgeregt. Ja, wir fahren jetzt auch wirklich direkt auf das Sperrgebiet zu. Und wenn wir jetzt weiterfahren würden, in das Gate rein, würde sich wirklich schlagartig für uns die Situation verändern. Was denken denn Leute? Wirklich, also nicht aus Spaß mal eben testen, nicht mal eben Fuß rübersetzen. Ja. Wir wollen keine Experimente machen. Tja, das Backgate der Area 51. Okay. Da sind wir. Hier ist einfach die Area 51. Da siehst du, da steht ein Pickup-Truck. Da werden jetzt welche im Wachhäuschen drin sitzen. Und hier ist eine bewegliche Kamera. Wir werden schön gucken, was wir hier machen. Und die haben wir schon gesehen. Ach, es erfolgt der Deutsche wieder. Ah, die kennen dich schon. Die kennen mich schon. Was sieht man jetzt hier? Die Kameras sehen wir erstmal. Das ist spannend. Das Essen Hauptbahnhof hat auch Kameras. Das ganze Gelände ist hier bei Nacht taghell erleuchtet. Das Wachhäuschen da hinten sieht man, das ist also quasi ein richtiger militärischer Kontrollpunkt. Auf der einen Seite irgendwie ein bisschen low-key. Du stehst also hier in der Wüste und naja, da ist ein Gate und du siehst keinen hier so richtig. Also wer jetzt hier als Tourist herkommt, der denkt sich da erstmal gar nicht viel bei. Aber wirklich Hochsicherheit, ganz High Security, Kameraüberwachung. Auch das hier, die braune Kamera, die jetzt gerade auf uns guckt, das ist eine Infrarotkamera, die kann also auch bei Nacht sehen. Also wer jetzt glaubt, hier sich nachts anschleichen zu können, der hat auch schlechte Karten. Wenn die Kamera hier oben, die guckt jetzt. Ah ja, danke. Jetzt hat er mal ganz kurz die Hupe angemacht und noch mal ganz kurz warnen. Bis hierhin und nicht weiter. Ganz ehrlich, ich habe nicht erwartet, dass... Der, so krass, der ist da schon Stammgast, Digga. Der Typ wirklich, die kennen den einfach schon. Die sind einfach so ready, wenn er kommt. Das ist verrückt. Die wissen einfach schon, okay, ja... Da ist er wieder, ne? Der freut sich so, wie wenn so ein LKW hupt. Die Hupe heißt, gleich schießen wir. Dass es hier so krass aussieht, also dass hier so viel Stacheldraht ist, Kameras und so. Das passiert in Area 51 wirklich. Ich habe gedacht, okay, hier ist einfach nur so... Hat er jetzt die Antwort? Ein Tor, man kommt eh nicht weit. Felix, sag uns. Aber das sieht schon beeindruckend aus. Also es ist schon krass abgesichert hier. Das ist auch ein bisschen gruselig, weil da oben die Kamera, die verfolgt uns die ganze Zeit. Also je nachdem, wo wir hingehen, schaut die in genau diese Richtung. Fühlt sich schon ein bisschen kriminell an, halb hier, was wir hier machen. Obwohl wir ja hier draußen einfach nur stehen. Ne? Ja, aber es ist wirklich, wir sind genau auf der Grenze. Also wenn wir jetzt wirklich da einen Schritt weiter über die Grenze gehen würden, dann wird die ganze Sache ganz anders aussehen. Hier ist einfach ein Hase gerade direkt hinter uns. Ja, der läuft ja hier schön. Der wird erschossen. Das ist der Arbeit für die Regierung. Der Arbeit für die Regierung, der Hase. Das ist nämlich jetzt er da und wir dürfen nicht. Er läuft schön durch den Stacheldraht. Zeig auf die andere Seite. Wir können ja jetzt hier nicht einfach reingucken. Also wir wissen ja jetzt nicht genau. Ich dachte, das wäre ein Museum. Kann man da nicht einfach rein? Auf wie die Area 51 aussieht. Gibt es denn Möglichkeiten, die Area 51 zu sehen? Ja, tatsächlich kann man zum einen. Klarer Erstschlag auf den Hasen. Mal auf Satellitenaufnahmen gucken, die aufgenommen worden sind von oben von der Area 51. Und vielleicht kann ich dir das mal hier auf dem Rechner zeigen. Ja. Also hier auf Satellitenaufnahmen, da kannst du die Area 51 dann wirklich genau sehen. Was sieht man da? Also was sind das? Das sind einfach Google Maps. Bro. Also, sei mir nicht böse, aber ich bin mir sicher, dass militärische Einrichtungen nicht 110%ig einfach öffentlich bei Google Maps geupdatet und eingestellt werden. Also, das weiß ich jetzt nicht. Was für Gebäude? Ja, das ist jetzt hier eine Gruppe von Hangars im Norden. Verwaltungsbereich hier, Wohnbereich von der Basis. Ein zweiter Bereich hier unten mit Hangars, die für geheime Projekte verwendet werden. Hier die Start- und Landebahn. Und dann kann man natürlich auch noch auf Berge steigen, wo man die Area 51 dann auch sieht. Und vielleicht können wir morgen nochmal auf einen Aussichtspunkt hochfahren,
Da sieht man dann zwar die Area 51 selber nicht, aber man kann sehr tief in den Luftraum der Area 51 reingucken. Und wenn wir Glück haben, vielleicht sehen wir da ja gerade was fliegen. Also das heißt, die Area 51 ist gar nicht so super geheim, weil man schon über Satellitenaufnahmen ganz genau sehen kann, was da für Gebäude sind. Ist da nicht das Google Street View Auto drin? Das Google Street View Auto, das war der Typ, der einfach durch den Maschendrahtzaun durchgefahren ist und der wurde dann erschossen leider. Man kann die Gebäude sehen, aber normalerweise wissen die Leute ja nicht unbedingt, was für Funktionen die Gebäude haben. Und ich meine, wenn du jetzt siehst, zum Beispiel dieser Hangar hier unten, der ist... Mann, der Typ ist so ein Fan, lass den doch da arbeiten als Hausmeister oder so. Ganz weit abgesetzt vom Rest der Basis. Da können wir uns überlegen, da geht bestimmt irgendwas ziemlich Geheimes vor, was also selbst die Leute in der Basis nicht unbedingt sehen müssen. Wir fahren jetzt zum Vordereingang, zum Groom Lake Road Eingang der Area 51. Jetzt ist das ja bei dir so, dass du dich schon sehr intensiv mit der Area 51 beschäftigst. Also du hörst den Funkverkehr ab, du fotografierst irgendwie Teile davon. Seit 20 Jahren, aber er hat ja noch nichts rausgefunden, oder? Oder kommt da noch was? Du fährst regelmäßig dahin. Hast du denn... Stimmt es, dass du ein ausgebrochenes Area 51-Experiment bist? Ich bin ein ausgebrochenes Area 51-Exkrement. Hast du denn da schon mal irgendwie Probleme bekommen? Ich habe tatsächlich vor 2 Jahren ein bisschen Probleme bekommen. Die haben mir tatsächlich eines Morgens aus heiterem Himmel Achtung. Die Tür eingetreten. Und die Festplatten. Eingeschlagen, wie auch immer. Und mich aus dem Bett geholt, in Handschellen gelegt, aus dem Haus gezerrt und verhört und mein Haus durchsucht. Sowohl das Haus hier in Rachel als auch mein Haus in Las Vegas. 4 oder 5 verschiedene Computer mitgenommen, Backup-Drives, meine Kamera. Okay, und warum? Also was war der Grund? Während dem Verhör kam dann immer wieder die Frage, ja, ich wäre doch mal in die Area 51 eingedrungen und ich hätte doch mal meine Drohne in die Area 51 geflogen. Und ich habe mal wieder gesagt, Leute, ihr habt den Falschen. Ich bin weder jemals in die Area 51 eingedrungen, noch habe ich jemals meine Drohne da reingeflogen. Ich denke, das Ganze war irgendwie so ein bisschen so ein Schuss vor den Bug, sage ich einfach mal, um mich ein bisschen einzuschüchtern und zurückzudrängen oder Krass. Einfach eine Message zu senden, Krass. Leute, so weit und nie weiter. Naja, Mensch. Ja, hier sind wir am Frontgate der Area 51. Sieht gar nicht so spektakulär aus irgendwie. Einfach nur ein bisschen Zaun, die Schranke. Hier steht ja auf den Schildern Warning US Air Force Installation. Heißt die Area 51 eigentlich auch offiziell Area 51? Die hieß eine Zeit lang, ganz früher in den 60er Jahren, wirklich mal Area 51. Offizielle Bezeichnung der Area 51, soweit wir das rekonstruieren können, ist Air Force Test Center Detachment 3. Aber das ist auch wieder was eigentlich die Area 51 so geheimnisvoll macht. Dass selbst der Name eigentlich nicht unbedingt bekannt ist. Wir wissen, dass es nicht mehr Area 51 heißt, aber wie wird es wirklich in offiziellen geheimen Dokumenten genannt? Dann lass uns das doch mal ein bisschen anschauen. Wie nah da würdest du rangehen? Ja, bis an die Schranke. Was glaubst du, was da gerade aktuell entwickelt wird oder woran gerade geforscht wird? Alles, was unser Land irgendwie sicherer macht. Du bist Deutscher? Oder? Also Datenkommunikationskanäle sicher zu machen, dass der Feind die nicht abhören kann oder da reinhacken kann. Stealth ist immer noch ein großes... Denkst du, man kommt damit Full Netherite Enchanted durch? Glaub, mit ein paar Totems vielleicht, ja. Thema. Eins der großen Projekte gegenwärtig ist, was sich das Next Generation Air Dominance Project nennt. Das ist ein Projekt mit einem bemannten Fighterjet, der von künstlicher Intelligenz gesteuert wird. Und der Flieger kommuniziert mit künstlicher Intelligenz gesteuerten Drohnen, die um ihn herum sozusagen im Verbund fliegen. Dann sagt irgendwann der Pilot, okay, Drohne 1, da unten ist ein Ziel, nimm dir das mal vor. Und alles Weitere macht Drohne 1. Dann kann sich der Pilot schon um die nächste Aufgabe kümmern. Da ist so viel Forschung im Moment im Gange und viel davon. Könnt ihr nicht jetzt hier schlafen und einfach per Astralreise da kurz mal reingehen? Findet genau hier in der Area 51 statt. Wohin geht's jetzt? Was machen wir? Wir fahren jetzt. Jetzt fahren wir oben auf den Berg ficken. Oh Gott, Entschuldigung. Sogenannten Powerlines Overlook. Das ist eine noch nicht so ganz bekannte Stelle, wo man auch ein bisschen Offroading betreiben muss hier. Von dort aus hat man einen tollen Blick auf den Luftraum über der Area 51. Wir werden die Area 51 selber nicht sehen können, aber wir können Flieger sehen, die dann Schön. In die Area 51 Schön. Reinfliegen oder rauskommen. Okay, Jörg, was sehen wir jetzt hier? Wir gucken in das Tickaboo Valley auf die Area 51, die hinter dieser Hügelkette ist. Was hast du denn da schon so gesehen? Ja, ich habe Jets aus der Basis rausfliegen sehen, die dann also hier in dem Luftraum Manöver durchgeführt haben. Und natürlich auch die Janets, die dann die Arbeiter in die Basis reinbringen und nach Vegas zurückfliegen. Hast du hier denn auch schon mal UFOs gesehen? Wenn du jetzt als UFO unbekanntes Flugobjekt sehen willst, dann vielleicht schon. In dem Sinne, dass ich Flieger sehe, von denen ich nicht genau weiß, was sie sind. Aber im Sinne von Aliens, nein, habe ich noch keine hier gesehen. Es gibt ja regelmäßig Berichte von irgendwelchen UFO-Sichtungen. Wie kannst du dir das erklären? Vieles ist militärische Technologie.
die missverstanden wird. Die Leute, die kommen hier raus und wollen UFOs sehen und die sehen dann irgendwas am Himmel, ein Fighterjet, der ein bisschen komisch aussieht und dann... Ah, da waren wir mal mit unserer Hobby-Horsing-Gruppe ausreiten. Panblatt, Bro, ich glaube, du bist wirklich durchgehend, seitdem du hier in diesen Chat schreibst, wie lange bist du jetzt Follower bei mir? Guck mal, du bist wirklich... Okay, du bist erst... Am 30. September dabei? Hä, das kann gar nicht sein. Da stimmt irgendwas nicht, Digga. Ich kenne dich schon seit ewig hier. Du bist schon, oder hast du, bist du seitdem noch kein Follower? Bist du erst so lange Follower und du schreibst trotzdem seit, warte mal, du bist doch schon ewig hier im Chat. Du bist einfach mal geunfollowed, du Dreck. Bro, auf jeden Fall, seitdem du hier im Chat bist, schreibst du nur Scheiße. Ich glaube, du bist die ganze Zeit auf irgendwelchen harten Substanzen. Sind das deine einzig wahren Momente, die du hier im Chat verbringst? Also, es ist wirklich geisteskrank, dass alles, was du in den Chat schreibst, wirklich nur auf höchstem Maße psychotisch ist, Bruder. Wie machst du das? Was ist das? Ich wurde die ersten 3 Jahre meines Lebens mit Pril gefüttert. Digga, das ist wirklich... Guck mal, da kommt nur Scheiße bei rum, Chat. Das ist nur Scheiße. Es ist Wahnsinn. Dann haben sie ihr UFO. Ich kann das nicht ausschließen, dass sowas existiert, aber ich kann nur sagen, ich habe sowas noch nicht gesehen. Aber woher kommt das denn, dass die Area 51 so sehr mit Aliens und UFOs in Verbindung gebracht wird? Wieso erinnert der Typ mich so an Sacharza? Ich sage mal, die Area 51 ist wie so ein magischer Spiegel. Die Leute gucken auf die Area 51 und sehen das, was sie sehen wollen. Ja. Die Leute sehen die Geheimniskrämerei in der Area 51 und dann ist natürlich der nächste Schritt, oh ja, das muss mit UFOs zu tun haben. Das muss wirklich geheime UFO-Technologie sein. Nee, das ist keine UFO-Technologie, das ist rein irdische Technologie, die aus schon besagten Gründen geheim gehalten werden muss. Glaubst du denn, dass die US-Regierung Interesse daran hat, dass die Menschen glauben, dass in der Area 51 an UFOs und Aliens geforscht wird? Jedes Mal einen Shot trinken, wenn Area 51 gemeint wird, tot. Das ist ja eine super Ablenkung von dem, was da wirklich vor sich geht. Die Basis hat sogar in den 90er Jahren Lightshows in den Himmel projiziert, um diesen UFO-Mythos voranzutreiben. Denen kann gar nichts Besseres passieren als dieser UFO-Mythos. Glaubst du denn, dass es vielleicht irgendwo außerirdisches Leben gibt? Ich bin sogar überzeugt davon, dass es irgendwo außerirdisches Leben gibt. Da habe ich keinen Zweifel. Den Zweifel habe ich, ob die Möglichkeiten haben, hierher zu kommen oder ob die überhaupt an uns interessiert wären. Vielleicht interessieren wir die ja auch gar nicht. Ich glaube nicht, dass das juckt. Irgend so ein Alien. So, ich habe mal das Fernglas mitgebracht, dann kannst du dir die Area 51 noch mal ein bisschen näher angucken. Das heißt, was könnte man da jetzt sehen? Ja, wenn da jetzt gerade Flieger aus der Area 51 fliegen würde, den würdest du also fast auf Bodenhöhe schon sehen können und halt im Luftraum verfolgen können, wo er hinfliegt, Manöver, die er ausführt. Aber es ist trotzdem verrückt, dass das jetzt so das Nächste ist, was man eigentlich dann so tatsächlich rankommt. Ja, weil es halt eine geheime Militärbasis ist, Mann. Ich sehe hier zwar den Luftraum der Area 51, aber ein UFO kann ich ehrlich gesagt nicht erkennen. Ja, wir hoffen jetzt, dass wir auf dem Scanner noch zumindest einen Janet-Flieger auffangen können. Okay, das war also jetzt der Tower. Also der ist jetzt gerade instruiert worden. Okay, langsam an Höhe verlieren. Jetzt auf den Berg fliegen, da oben sind 2 Deutsche mit einem Kamerateam, die bitte einmal mit dem Warthog abschießen, jetzt die AC-130 ready machen. Die Abschussserie ist genehmigt, taktische Nuklear darf eingesetzt werden gegen Tomatolix. Langsam im Anflug und da landest du. Wir müssen eigentlich jeden Moment hier den Landescheinwerfer sehen. Hinten ist ein Punkt oder leuchtet was zumindest? Ja, good catch. Ja doch, das ist ein Flugzeug. Ja, ich sehe es. Nee. Ja, das ist dann die Channel 25. Also ein Flugobjekt über der Area 51. Ja, ein UFO. Da haben wir es. Nee. Es ist kein UFO, es ist ein unbekanntes Flugobjekt, ist es ja nicht. Weil du hast ja gerade eben gesagt, es ist die Janet 52 oder wie die heißt. Also du weißt ja, was für ein Flugobjekt es ist. Ach mein Gott. Bitte. Manchmal fliegt er halt einen etwas anderen Kurs und dann sieht man den also wirklich wie ein ganz, ganz gleißend helles Licht am Himmel. Und das alleine hat für so viele UFO-Sightings gesorgt. Damit geht meine Reise zur Area 51 zu Ende. Geiles Video aber trotzdem. Auch wenn voll es hier nice. Sehr wahrscheinlich keine UFOs voll und Aliens nice, gibt, hilft der Mythos rund um die geheimste Militärbasis der Welt sowohl dem Tourismus hier vor Ort als auch dem US-Militär bei der Geheimhaltung ihrer tatsächlichen Forschung. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend, den Ort, den man sonst nur aus irgendwelchen Dokus kennt, mal in echt zu sehen und von den Menschen hier mehr darüber zu erfahren. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr an außerirdisches Leben glaubt. Hier geht es zu einem weiteren Video von mir. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Geil. Geil, 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 geil. Geil. Nee, super. Super, 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 mega geil. Super, mega geil. Super, mega geil.